Du wirst sehen, das wird der beste Sommer aller Zeiten, Lillebror. Ja, der beste Sommer aller Zeiten. Jetzt können wir auch sofort mit dem Schwimmtraining anfangen, Lillebror. Aber wie kommen wir dann von der Stelle? Von der Stelle? Wir liegen einfach rum. Schön liegen. Dann warten wir, bis der Wind uns ans Ziel treibt. Was machst du denn da? Knirpen bringt mir Schwimmen bei. So kann man nicht schwimmen. Mein Unterricht ist pädagogisch ziemlich wertvoll. Ich weiß so gut wie alles über diese Insel. Halt dich an mich, Lillebror. Hallo! Ich höre dem Echo des Seeschlangengesangs zu. Die Seeschlange ist viel zu scheu, fast ängstlich. Sie fürchtet sich vor Menschen. Könnte Seeschlangenschleim sein. Der hat doch nicht mehr alle Tassen im Nachtschränkchen. Oh nein! Abstand. Was machst du denn da? Nicht, warte! Oh, wenn man das macht, werden die Ameisen sauer und machen auf dem Stock Pipi. Nur eigentlich hatten wir geplant, dass du und ich ohne Eddie gemeinsam den besten Sommer aller Zeiten erleben. Man kann viele beste Freunde haben. Und wie weiß man dann, wer der Beste ist? Ich sehe doch, dass du lieber mit ihr zusammen bist als mit mir. Wenn du die ganze Zeit auf diesen dummen Stock hörst, geh ich. Dann will ich nicht mehr mit dir spielen. Dann wird es gleich dreimal so lustig. Weil wir was zu dritt machen können. Oh ja, wir feiern, wir feiern. Deshalb baue ich eine Maschine, die genauso singen kann wie eine Seeschlange. Und so locke ich sie an. Komm und hilf mir! Die ganze Nacht geht auf. Ich höre überhaupt nichts.